Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt. Dieses Mal spielen wir Resident Evil 3 in der Cloud-Version auf der Nintendo Switch. Ja, die Gameplay-Demo. Wir haben jetzt ja schon Resident Evil Village und natürlich Resident Evil 2 in der Cloud natürlich getestet. Ja, ich würde sagen, ich drücke natürlich direkt schon mal. Der zweite Teil ist damals natürlich mein Lieblingsteil gewesen, deswegen war das Angespielt eben gerade natürlich sehr, sehr geil und natürlich ein Highlight. Und jetzt schnuppern wir natürlich als nächstes hier rein in Resident Evil 3. Die Cloud-Gameplay-Demos sind dann leider immer ein bisschen kurz, aber ja, ich denke mal, wir versuchen wieder hier auch beim dritten zweimal reinzugehen. Ich habe noch gesehen, Melon ist mit im Chat, hatte noch, ja, Moin geschrieben und so. Ja, sehr schön, dass du reinschaust, das ist natürlich sehr, sehr cool. Und schreib gerade, okay, ich bin sowieso erstmal kurz weg. Kommen wir vielleicht gleich wieder. Ja, okay. Wie gesagt, schauen wir erstmal rein. Du kannst diese Demo-Version verwenden, um das Spiel kostenlos für einen begrenzten Zeitraum auszuprobieren. Für dieses Spiel wird Cloud Streaming verwendet. Ja, kennen wir ja schon aus dem zweiten Teil. Und natürlich aus der, ja, Village-Demo in dem Sinne. Schauen wir direkt auf Spielen bzw. Demo spielen. Bei Village war das Ganze ja noch recht schwammig und recht ruckelig, auch im Stream und so. Ja, bei Resident Evil 2 war das schon ein bisschen besser, muss ich dazu nochmal sagen. Könnt ihr natürlich auch gerne mal reinschauen und hier beim dritten bin ich auch schon gespannt, wie das jetzt kommt, wenn wir natürlich hier nebenbei auf Twitch jetzt weiter streamen. Ja, bei Village war das extrem ruckelig und ja, schwammig, auch vom Gameplay her. Nur beim zweiten, wie gesagt, war das eigentlich ganz akzeptabel, zumindest mit dem Stream und so. Ich denke mal sogar, ja, dass wenn ich das privat spiele, sogar gar keine Ruckler drin vorkommen. Das können wir natürlich alles akzeptieren und weitermachen. Ja, nice. Der dritte Teil war damals natürlich auch sehr cool und das hier ist natürlich das Remake. Ja, würde ich sagen, starten wir direkt. Hier sehen wir auch schon Nemesis. Sehr, sehr cool. Ich kann mich sogar an die Version von damals auf der PlayStation noch erinnern, wo es ja die deutsche Version mit weißem Blut gab. Hey Captain, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Auch nice von der Krankenhaus. Grafik. Du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh hey, alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier, damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Auf jeden Fall sehr nice. Die Demo zum dritten Teil fängt sehr cool an schon mal. Da findest du Vorräte. Hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Okay, ist gut. Ja, Jill übrigens sieht hier natürlich auch sehr nice aus. Ja, ich kann mich doch, wie gesagt, auch an damals an das Original erinnern. Sehr, sehr cool. Muss sagen, vom dritten Teil gefällt mir die Demo zum Anfang auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wer zu überleben, sagt er doch. Okay, schauen wir mal, schnuppern wir mal ein bisschen rum. Die Steuerung übrigens ist genau wie bei Resident Evil 2 in der Cloud-Version, wenn ich jetzt den linken Steuerungsstick einmal drücke. Ja, da kann ich hier anscheinend rennen und wie man sieht, es ruckelt nichts, obwohl wir sogar nebenbei streamen. Das heißt, das ist schon mal sehr, sehr geil. Ich habe auch richtig Bock auf den zweiten und hier auf den dritten. Village muss ich mal schauen.
Die Demo ging so, aber hier muss ich sagen, das läuft ja richtig flüssig alles. Das ist mega geil, würde ich jetzt sagen. Hier, Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Hey. Um den Unterwerk wieder anschalten, okay. Weiß ich so irgendwie hoch zur Hauptstraße, wir laufen auf jeden Fall richtig. Hier haben wir auch noch was. Denk mal, irgendein Rätsel, was jetzt im Moment aber nicht wichtig ist, so. Was auch immer einlege. Akten sind hier natürlich auch noch, könnte man schauen. UBCS Kräuterfeldhandbuch. Ja, sehr cool. Das gab es ja damals auch so auf der. Ja, im Original auf jeden Fall sehr cool. Ich würde sagen, das lesen wir jetzt aber nicht. Wir wollen natürlich erstmal weiterschauen. Ja, wir machen ja nur angespielt, das heißt, wir schnuppern erstmal weiter hier. Hier kommen schon die ersten. Gerannt irgendwie. Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Und der erste Zombie hier. Ja, nice, würde ich sagen, oder? Metzeln wir weg. Machen wir platt, wenn ich ihn dann treffe. Ah, nein. Jetzt kriege ich mich sogar direkt hier. Aber mit A kann ich übrigens anscheinend ihn abwehren, wenn ich mehrmals A drücke. Jetzt habe ich zweimal angeknabbert hier. Kann nicht sein. Ich würde sagen, direkt drauf metzeln. Und keine Munition mehr, aber er ist tot, ne? Ja, super. Keine Munition mehr, dass noch ein Zombie kommt. Kann ich hier irgendwie mit dem Messer zuhören? Mit R übrigens kann ich so nach hinten irgendwie ausweichen anscheinend, okay. Auf L tut sich nichts, okay. Ja, nice. So mit erster Zombie erledigt. Irgendwo soll man hin, ne? Hier ist eigentlich schon die Straße, aber ich denke mal hier durch. Auch krass geil. Das Remake gefällt mir von der Grafik her genauso wie beim zweiten. Und das wäre schon. Ja, ich gehe natürlich zurück zum Portal. Wir machen das wie bei Village und bei Resident Evil 2 natürlich. Ja, dass wir zweimal reinschauen in die Demo. Man kann ja dreimal reinschauen, wie ich es auch schon beim zweiten Teil gesagt hatte. Das heißt, da renne ich dann jetzt gleich einmal hinten schnell durch, damit wir vielleicht auch sogar ein bisschen mehr sehen vom Game. Wäre das schon sehr, sehr cool. Ich muss sagen, von den drei Demos, Village, Resident Evil 2 in der Cloud, ja, ist hier die dritte bis jetzt auf jeden Fall schon mal sehr cool, weil die auch mit Story-Inhalt anfängt. Eigentlich von den drei Demos im Moment die beste sogar, muss ich sagen. Läuft sogar flüssig ohne Ende. Obwohl das Ganze nebenbei noch auf Twitch natürlich gestreamt wird, wie gesagt. Das gefällt mir. Ja, zweiter Teil kostet 39,99. Village auch 39,99 in der Cloud. Und ich denke mal, der dritte hier, können wir natürlich im eShop nachher am Ende noch schauen. Denke ich mal auch 39,99. Ja, die Demo könnt ihr natürlich kostenlos runterladen im eShop, um natürlich die Internetverbindung bei euch zu Hause zu testen. Ja, und hier bei mir, wie gesagt, läuft alles flüssig, obwohl wir sogar nebenbei streamen. Das ist sehr cool. Ja, wie gesagt, zweimal schauen wir rein. Genauso bei Village und bei Resident Evil 2 in der Cloud Gameplay Demo haben wir es auch gemacht. Da ist zweiter Anlauf. Die Story, denke ich mal, am Anfang kann man wegdrücken, oder? Zumindest vermute ich das jetzt mal. Weiß nicht, was das jetzt gerade ist. Irgendwie möchte er gerade nicht weiterladen. Warten wir kurz ab. Ja, irgendwie möchte er gerade nicht weiterladen, oder? Kann das sein? Steht da oben noch Plus, Minus? Irgendwas mit eShop steht da noch. Den möchte ich ja nicht rein. Nee, das ist jetzt gar nicht weiter, oder wie? Ach doch, jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht er aber im eShop, weil ich das eben gedrückt habe, okay. Ja, dann können wir zumindest schon mal schauen, was das dann kosten würde. 29,99 sogar nur. Nice. Die anderen beiden haben 39,99, der dritte sogar 29,99 nur. Ja, kann man natürlich im Moment vorbestellen. Village ist sogar raus im Moment. Das ist ja krass. Ich würde sagen, erstmal wieder schließen. Ja, Demo-Version fortsetzen auf jeden Fall. Aber noch einen zweiten Anlauf machen. Das ist 10 Euro weniger als der zweite und Village. Warum ist der kostet 10 Euro weniger?
Das ist natürlich gerade so die Frage. Hätte ich richtig Bock drauf irgendwann? Ich habe Resident Evil 5 und 6 auch auf der Switch digital gekauft. Gibt es ja nur leider digital auf der Switch. Ja, im Angebot für 9,99. Also 9,99 €. Würde ich sagen, kann man nicht meckern, oder? Muss ich auch noch durchspielen. Ja, somit zweiter Anlauf mit Nemesis hier sogar. Die neue Plage breitet sich erschreckend schnell aus und hat bereits die gesamte Innenstadt mit wandelnden Leichen gefüllt. Jill plant derweil ihre Flucht aus der Stadt, wird aber ohne Unterlass von der brutalen Kreatur verfolgt. Ja, ich weiß noch, wie ich damals sogar Gänsehaut hatte, wo dieser Nemesis immer hinterhergerannt kam. Damals, ja, da war ja noch Kind teilweise. War das schon krass auf jeden Fall. Auf der PlayStation war es ja der dritte Teil. Gab es ja die deutsche Version mit weißem Blut. Und die ja, englische natürlich mit rotem. Auf dem GameCube gibt es Resident Evil 3 ja auch. Da war es, glaube ich, sogar mit rotem. Sicher bin ich mir da nicht. Die GameCube-Version hatte ich leider nie gespielt. Außer vom ersten Resident Evil, den Remaster. Auf dem GameCube, den hatte ich noch gespielt. Hatte hier Ladevorgang 10% nur. Ja, aber wie gesagt, von den drei Demos, Resident Evil 2, Village und diese hier jetzt, also Resident Evil 3, muss ich sagen, sagt mir das, ja, der dritte Teil im Moment sogar am meisten zu. Weiß auch nicht, warum er so lange lädt jetzt gerade. Das ist gerade die Frage. Ah, 100%, okay. Schau mal, kann man die Story über... Ja, kann man... Ne, kann man... Doch, kann man doch auf Y. Ah, okay. Das heißt, Story aber schnell übersprungen, das kennen wir ja. Weiß ich, renn direkt durch, wo wir eben waren. Man könnte jetzt natürlich noch ein drittes Mal rein, das werde ich natürlich privat machen. Aber wie ich hier gerade sehe, sehr flüssig, obwohl natürlich nebenbei gestreamt wird, wie gesagt, auf Twitch. Sehr cool. Ja, ich werde mir wahrscheinlich die Teile auch in der Cloud anschauen auf der Switch. Ich habe da mega Bock drauf. Der siebte Teil, also Resident Evil 7, gab es ja damals schon in Japan in der Cloud, kommt natürlich bei uns auch in die Cloud. Ja, das heißt, man kann fast alle Hauptstory-Teile jetzt auf der Switch natürlich genießen. Wenn man natürlich Bock drauf hat, was ist das hier? War es gerade hier ist ein Ladefehler, oder? Die Wand hier irgendwie. Das sah jetzt gerade komisch aus. Sind wir hier? Hä? Bin ich hier irgendwo in die Wand gebackt? Jetzt bin ich hier irgendwie. Muss jetzt gerade nicht verstehen, was das ist. Wir sind eigentlich gerade von hier unten gekommen. Ja, irgendwie sind wir hier in die Wand reingebackt. Was ist das denn jetzt gerade? Ist das ein Spielbug? Lol. Wir haben hier mal angespielt. Ja, irgendwie. Das war jetzt gerade komisch. Jetzt bin ich hier, okay. Das war auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie ein Bug von der Streaming Cloud. Ich habe keine Ahnung, oder vom Game allgemein. Krass. Irgendwie in die Wand reingebuggt. Ja, hier bekommt er hier sogar der erste Zombie. Kann man da auch überspringen? Naja, machen wir überspringen. Also, ich lasse den sogar in Ruhe. Ah, geh weg. Was für ein Mistvieh, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, dann rennen wir schnell durch. Da habe ich sogar noch ein paar Schüsse und hier waren wir eben. Okay. Da lag noch irgendwas. Och nö. Die endet automatisch hier dann. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn man da durchrennt. Okay. Ah, das ist ja ärgerlich. Man könnte also den Anfangsbereich noch erkunden, ab da endet dann die Demo anscheinend. Oh, das war bei den anderen Teilen ein bisschen anders. Also bei den anderen Cloud-Versionen. Ja, dann würde ich sagen, zurück zum Portal. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir sind nochmal durch und haben sogar nochmal einen Bug gesehen in dem Sinne. Ja, das hier war es mit dem Angespielt natürlich zu Resident Evil 3 in der Cloud-Version auf der Switch. Ja, wie ich sagte, ohne Ruckler, nur der Bug, den wir da eben hatten, keine Ahnung, woran das lag, war auf jeden Fall lustig. Ja, würde ich sagen, kurze Pause natürlich für alle anderen in den anderen Netzwerken natürlich, bis zum nächsten Mal natürlich. Das war wieder euer Nobeldecker86 und auf Twitch geht es natürlich gleich noch weiter.